Also, schönen guten Morgen, Damen und Herren, und herzlich willkommen. Also, zuerst ein bisschen eine Entschuldigung für mein Deutsch. Aber das wird wahrscheinlich nicht immer perfekt sein, aber ich bin sicher, dass Sie uns verstanden werden. Und das ist natürlich das Wichtigste. Mein Name ist Katrin Lavelle und ich arbeite für Visit Brussels. Und das ist das Tourismusbüro Brüssels. Und ich bin hier zusammen mit Willem de Grave vom Belgischen Comiczentrum. Und das, das wissen Sie, denke ich, dieses Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Und Willem wird später darüber reden und auch über Comicstrip in Belgien. Und natürlich über sein Zentrum, das alles dort stattfindet, auch dieses Jahr. Zuerst werde ich etwas mehr erzählen über das Comicangebot in Brüssel und auch über die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und die Comic-Szene in Brüssel, weil das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten sehr nah mit das Belgische Comiczentrum zusammen, weil Comics für Brüssel auch ein sehr wichtiges touristisches Thema ist. Und warum ist das so? Ich denke, dass Sie wahrscheinlich schon wissen, dass Comics in Brüssel und in Belgien eine sehr lange Tradition hat und dass weltberühmte Comicfiguren wie natürlich Tim und Struppi und die Schlümpfen in Brüssel zur Welt gekommen sind. Aber auch viele andere Figuren kommen aus Brüssel, Maxi Pilami, Spirou, Gaston und so weiter. Und natürlich gibt es auch eine neue Generation von Comicautoren, dank an die Schüler, die eine spezielle Comic-Ausbildung anbieten. Und Visit Brüssel ist auch ständig in Kontakt mit Verlagshäusern wie Dupuis, aber auch Moulin Sarr, die sich mit Tim und Struppi, haben, und EMPS für die Schlümpfe. Und was ist das touristische Comic-Angebot im ganzen Jahr rum in und um Brüssel? Wir haben eigentlich vier wichtige Museen. Zuerst natürlich das Belgische Comiczentrum. Es geht weiter, ohne dass ich was getan habe. Das muss man anscheinend weiter sein. Ja, normalerweise nicht. Es gibt natürlich das Belgische Comiczentrum, das es natürlich seit 25 Jahren gibt, und darüber wird Willem gleich sprechen. Das Gebäude des Museums ist eine sehr wichtige Sehenswürdigkeit, weil es ein Art-Nouveau-Gebäude ist und es ist von Victor Horta, der Architekt, gebaut worden. Und für uns, also das Tourismusbüro, ist der Brüsseler Jugendstil Art Nouveau auch ein sehr wichtiges touristisches Thema. Und deshalb haben wir eigentlich zwei Themen auf der gleichen Stelle. Und das ist natürlich toll. Wir haben auch das Max-Lehn-Museum. Und dieses Museum offenbart die verschiedenen Facetten vom Leben und Werk des flämischen Comic-Autors Max Lehn. Und er gilt eigentlich als einer der geistigen Väter des Comics in Flandern und hat zum Beispiel die Abenteuer von Nero in über 200 Bände verewigt. Und dann haben wir auch das Museum of Original Figurines, oder MOOF genannt. Und da haben sie eigentlich eine sehr, sehr große Comic-Helden-Sammlung. Und jeder einzelne Objekt ist eigentlich im Grunde ein echtes kleines Kunstwerk. Es gibt lebensgroße Stammbilder von Tim und Struppi, aber auch exklusive Schätze wie zwei der Büste von Asterix und Obelix aus Bronze. Und insgesamt hat das Museum hunderte von Figurines. Und nicht so weit von Brüssel in Louvain-la-Neuve gibt es das Hergé-Museum, der geistige Vater von Tim und Struppi natürlich. Und mit 80 von Hergés gezeichnete Comicseiten, 800 Fotografien, viele Objekte
und Dokumente zeigt das Museum, wie der Urvater der belgischen Comics zu Werk ging. Er war natürlich viel mehr als nur der Erfinder von Tim und Struppi. Er war auch Grafiker, Cartoonist, Karikaturist und Erzähler. Die Comic-Kunst befindet sich auch in die Straße Brüssels. Es gibt einen Spaziergang entlang über 45 Fresken. Und das sind bemalte Hauswände mit riesigen Bildern von Blake und Mortimer, aber auch Lucky Luke oder Asterix und Obelix und natürlich noch viele andere. Und man kann einen Stadtplan, dass wir zusammen mit Wilm und noch einige andere Leute gemacht haben. Wir nennen das ein Minimap mit einem Spaziergang, beispielsweise in Brüssel und auch beim Comiczentrum erhalten. Und diese Minimap gibt es auf Niederländisch, Französisch, Englisch und auch auf Deutsch. Und diese Brüssel hat auch eine Unterlage speziell für Kinder gefertigt, die heißt Comics for Kids. Und man erhält sie ebenfalls auch bei Visit Brussels und die gibt es auf Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch. Und das ist ein Rundgang mit Spielen, Malaufgaben, Rätseln und auch kurze Infos zu Figuren und auch ihrer Schöpfer. Und es ist für Kinder ungefähr zwischen 6 und 10 Jahre alt und es kostet 2,50 Euro und dazu kriegt man noch einen sehr schönen Bleistift. Visit Brussels organisiert auch jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem ganzen Comic-Scene ein großes Comic-Fest. Dieses findet statt im September und ein ganzes Wochenende dreht es nur um Comic-Helden, über ihre Abenteuer und ihre Autoren. Und auf dem Programm stehen unzählige Animationen, Ausstellungen, Comic-Märkte und Spaziergänge. Und außerdem gibt es auch eine bunte Parade, riesige, mit Ballongas gefüllte Comicfiguren, die Sie hier sehen. Und ein 3D-Licht- und Ton-Comic-Spektakel. Und natürlich, dann sehen alle Leute in Brüssel, dass es etwas von Comics gibt, weil dieses doch sehr, sehr viele Leute dahin kommen. Und das ist einige Bilder vom Comics Fest. Leser und Liebhaber von Comics jeder Art werden sich freuen über unsere 30 Comics-Shops, Kunstgalerien, die Originale verkaufen und auch über das Comic-Café. Das Comic-Café ist ein einzigartiges Konzept, wo man sich Comic-Objekte und Originalzeichnungen aus wertvollen europäischen und amerikanischen Kollektionen anschauen kann. Das Comic-Café umfasst auch eine Buchhandlung und eine Brasserie, wo man Hamburger à la Popeye oder Obelix essen kann. Das sehen Sie hier. Ich habe schon über die Comic-Rundgang gesprochen und Comics für Kids. Es gibt auch einen Spaziergang über Max Lehm und Nero. Und wir haben auch eine spezielle Publikation über Tim und Struppi in Brüssel veröffentlicht. Und eigentlich während dieses Spaziergang entdeckt man die Orte in Brüssel, die Hergé in seinen Tim und Struppi Bücher benutzt hat. Und dieses gibt es auch auf Deutsch. Also wir haben auch ein Themendossier über Comic Hauptstadt Brüssel hergestellt. Und dieses Dossier, also sehen Sie hier, was da alles reingeht. Dieses Dossier erzählt die ganze Brüsseler Comic-Geschichte und alles, was man in Brüssel rund um Comics erleben kann. Und dann gibt es auch auf der Website visitbrussels.de spezielle Comic-Seiten. Also da findet man das ganze Angebot zurück, aber auch alle Termine, alle Events rund um Comics im ganzen Jahr durch, die wir auch auf unserer Website setzen. Und jetzt wird Wilm weitersprechen über Comics in Belgien und über den 25. Geburtstag des Belgischen Comics Museums. Ich danke ihr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Morgen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass wir zahlreich gekommen sind heute Morgen. Zuerst möchte ich sagen, ich bin nicht gewohnt, Vorträge auf Deutsch zu halten. Also ich hoffe, dass ihr alles verstehen werdet. Ich bin sehr froh, dass wir hier auf dem Comic-Salon anwesend sein können. Das ist einer der größten Comic-Salons von Europa. Und ich bin auch sehr froh, dass wir das zusammen mit den Brüssels machen können und dass wir zusammenarbeiten den ganzen Zeit und dass diese Brüssels genau wie uns das Ziel haben, um Comics zu bewerben und zu machen, dass die Leute die Comics entdecken. Katrin hat erzählt, wie wichtig Comics für Brüssel sind und die Leute, die noch nicht in Brüssel waren und die ich gerne einlade, mal zu kommen, sie werden sehen, dass überall man Comics entdeckt, trifft, die Comic-Fände, Museen und so weiter. Das ist nicht nur so für Brüssel, das ist im ganzen Belgien, dass die Comics wirklich eine ganz wichtige Position haben. Ich habe einige Beispiele, weil auch hier in Antwerpen, die zweite Stadt von Belgien, da gibt es schon gibt auch einen Comic-Rundgang. Das ist nicht, das hat angefangen in Brüssel, aber Antwerpen hat das gleich gemacht. Es gibt jetzt fast 10 Wände mit klassischen Autoren. Hier haben wir, wie man es sehen, eine bekannte flämische Autor mit Suskun Wiske. Es gibt auch neuere, jüngere Autoren. Das hier ist eine Wand von Brecht Evens. Es gibt auch Statuen über dem ganzen Land. Das ist hier eine Statue von Nero. Nero hat sein Museum in Brüssel gegenüber das Comic-Museum. Aber in Flandern, in einem Dorf, gibt es auch die Statue. Und das ist eigentlich ein altes Bahnhof. Und jetzt ist das ein Nero-Kneipe. Ganz dekoriert mit den Zeichnungen von Nero und Max Lehn. Hier haben wir ein Bild von Charleroi. Das ist eine Stadt im Süden. Und die Stadt ist sehr wichtig für die Geschichte von belgischen Comics, weil da gab es den berühmten Verlag von Dupuis, von der Spirou-Zeitschrift. Und in der Stadt gibt es überall große Statuen von Comicfiguren, die entstanden sind in Spirou-Magazin. Hier haben wir Max Pilani, es gibt auch Statuen von Lucky Luke, von Bully und Billy. Hier noch ein anderes Beispiel. Belgien ist bekannt für Comics, Schokolade, Bier, aber auch für Saxophon, weil der Erfinder von dem Saxophon, Adolf Sax, kommt auch aus Belgien, von einer kleinen Stadt im Süden des Landes Dinant. Und dieses Jahr gedenken wir der 200. Geburtstag von Adolf Sax. Und für diesen Grund haben alle Laden in die Stadt, haben sie Comicautoren gefragt, eine spezielle Zeichnung zu machen, eine Hommagezeichnung an Adolf Sax. Hier haben wir ein Beispiel von Le Chat von dem Glück. Aber es gibt etwa 50 Zeichnungen in der ganzen Stadt. Comics findet man überall in Belgien. Sie sind wirklich genauso wichtig für uns wie Bier, Schokolade, Surrealismus. Alle Belgier, sie kennen Comics. Jeder liest Comics oder hat gelesen. Jeder hat zu Hause eine Sammlung. Es kann riesengroß sein, kann klein sein. Aber vor allem, wir Belgier sind wirklich sehr stolz auf Comics. Wir nennen es auch die neunte Kunst. Diesen Term war das erste Mal benutzt von Maurice, der Comiczeichner von Lucky Luke.
Und das stimmt auch so, weil wir haben wirklich viel Respekt für unsere Comics. Das ist ein Teil unserer Erde. Also ich meine, es wäre interessant, mal zu entdecken, warum das genau in Belgien ist. Warum haben wir diese Comic-Tradition? Warum ist das nicht so in Holland, Portugal? Warum genau Belgien? Ich meine, es gibt dafür drei Erklärungen, drei Gründe. Der erste Grund ist sehr einfach, ist historisch. Dieser Mann, Hergé von Timo Struppi, war sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von belgischen Comics. Hergé hat angefangen in 1929 mit Timo Struppi. Man konnte glauben, dass er der erste Comiczeichner war, aber es gibt hier viele Comic-Experten und sie wissen alle, das stimmt nicht. Es gab schon viel länger Comics. In Deutschland hatte man Wilhelm Busch, aber vor allem in den USA am Ende 19. Jahrhunderts, da gab man eine große Welle von bekannten Comics. Also Hergé war nicht der erste Comiczeichner von der Welt, nicht von Europa. Aber was richtig ist, Hergé war der erste Comiczeichner, die ganz berühmt war mit seiner Comic. Weil vom Anfang war Timo Struppi ein Riesenerfolg. Das war die erste Geschichte, Timo Struppi im Land von Sowjetunion. Und um Ihnen zu zeigen, dass es wirklich sehr erfolgreich war vom Anfang, habe ich hier einen Abdruck von der letzten Seite des Buchs. Also die Geschichte ist, Timo Struppi, sie fahr mit dem Zug nach Moskau, habe alle Abenteuer da. Moskau ist eine sehr unangenehme Stadt mit dem Kommunismus, es gibt ziemlich viel Politik. Und dann am Ende, Timo Struppi, sie fahren zurück nach Hause. Und sie sind sehr begeistert, weil sie sehen, dass sie fast im Belgien sind, in Brüssel. Und dann ganz unten kann man sehen, das ist eine Zeichnung vom Nordbahnhof von Brüssel. Und es gibt da eine wirklich sehr große Menschenmenge. Und all diese Leute, sie sind da, um Timo Struppi zu begrüßen und willkommen zu heißen zurück in Belgien. Also Timo Struppi, es war publiziert in einer Zeitung, in die Jugendbeilage. Und die Direktion des Zeitungs, sie hatten eine Werbestunde gemacht und sie hatten einen großen Titel in Zeitung, große Nachrichten, dieses Samstag kommen Sie bitte zum Nordbahnhof, weil Timo Struppi, Sie kommen zurück aus Moskau. Ja, natürlich, jeder wusste, dass das nicht richtig war. Die Zeitung hat nur einen Schauspieler gemietet und diese hatte diese Kleidung von Tim. Sie hatte auch einen Hund gefunden. Das war nur die erste Geschichte von Timo Struppi. Also man konnte glauben, dass die Serie noch nicht so bekannt war. Trotzdem, hier habe ich ein Foto von der gleichen Szene, aber ganz echt. Hier kann man sehen, der Schauspieler Tim und Struppi. Aber was kann man merken? Der ganze Platz für den Bahnhof war genau voll mit einer Menschenmenge. Und das zeigt schon den großen Impact von diesem Comic von Anfang. Und mit der nächsten Geschichte ist das nur weitergegangen. Und Timo Struppi, das ist wirklich ein Phänomen gewesen. Und Hergé, obwohl er sehr jung war, war 23 Jahre alt, war von Anfang schon eine nationale Bekanntheit.
Warum ist das wichtig für die Entwicklung von belgischen Comics? Viele junge Leute, sie haben diesen Erfolg bemerkt und sie haben gesagt, das ist doch wunderbar, so ein junger Mann, er zeichnet und er bekommt eine nationale Bekanntheit. Machen wir genau das Gleiche. Ich könnte vergleichen mit Sport, wenn ein Land gute Tennisspieler hatte, kann man sehen, dass überall sie meine Kinder, Jugendlichen, die auch Tennis spielen. Warum? Sie haben ihren Idol für Augen. Fast das Gleiche ist passiert für Comics. Viele junge Belgier, sie haben angefangen, begeistert von diesem Erfolg von Hergé, Comics zu machen. Ich konnte sagen, dass Hergé war der Lokomotiv von einem ganzen Zug von junges belgisches Comic-Talent. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist wirtschaftlich. Belgien ist nicht ein großes Land. Heutzutage haben wir etwa 11 Millionen Einwohner. Wir haben drei Nationalsprachen, Niederländisch, Französisch und auch ein klein bisschen Deutsch, aber vor allem Niederländisch und Französisch. Und wir haben das Unglück, dass für diese zwei Sprachen wir sehr wichtige, kräftige Nachbarn haben. Für Niederländisch haben wir Holland und vor allem für Französisch haben wir Frankreich. Das hat viele Folgen, hat auch Folgen für die Verlage. In Belgien war es immer kompliziert, um einen Verlag zu haben und damit zu wettbewerben mit den Nachbarn. Die Verteilung auf dem Markt, das ist sehr schwierig für einen belgischen Verlag, um Eingang zu haben in Holland, in die Buchhandlungen oder vor allem um Eingang zu haben in Frankreich. Das klappt sehr selten. Und was dann passiert, ist auch immer noch so, wenn ein Schriftsteller aus Belgien, wenn er niederländisch spricht und schreibt, um einen Verlage zu finden, er fährt nach Amsterdam. Und wenn diese Schriftsteller Französisch schreibt, also dann geht er nach Paris, um seinen Verlag zu finden. Als die Comics aus den USA nach Europa gekommen sind, haben die belgischen Verleger verstanden, dass da eine gute Gelegenheit hatte, um Konkurrenz zu machen mit den Verlagen aus Frankreich und den Niederlanden. Und vom Anfang haben sie sehr schnell Comic-Zeitschriften veröffentlicht, Comic-Alben produziert. Und das war etwas Neues. Also das ist eine zweite Erklärung, warum wir in Belgien so eine große Comic-Tradition haben. Es gibt noch einen dritten Grund, die vielleicht nicht so wissenschaftlich ist. Das ist eine kulturelle Erklärung. Aber ich meine, diese Erklärung ist sehr interessant. Nochmal, Belgien ist ein kleines Land, aber auch sehr kompliziert. Drei Nationalsprachen. Außerdem, in der Vergangenheit war Belgien fast immer besetzt von anderen Ländern. Ein Moment von der Vergangenheit gab es bei uns die Besetzung von Spanien, dann Österreich, Frankreich mit Napoleon, auch Holland. Das hatte Folgen auch für die Kommunikation. Kommunizieren, das war bei uns immer ganz kompliziert. Ein Moment von der Geschichte sprach man mehr Französisch, dann mehr Niederländisch oder Deutsch oder Spanisch. Aber vor allem, es war eine große Mischung. Alle Sprachen waren gemischt. Und wir denken, dass die Leute bei uns, dass sie sehr schnell verstanden haben, dass Kommunizieren mit Bildern, dass es so viel einfacher war, als Kommunizieren mit Sprachen, mit Wörtern. Und das könnte erklären, warum wir Belgien so viel Liebe haben für Bildkultur. Und ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel geben. Hier haben wir ein Gemälde
von einem von unseren bekanntesten Maler, Bruegel. Ist ein Maler von dem 16. Jahrhundert. Diese Gemälde, das heute im Kunsthistorischen Museum von Wien zu besichtigen ist, diese Gemälde zeigt eine Szene von dem Bibel, die bethlehemitische Mörder. Für die Leute, die nicht so bekannt sind mit dem Bibel, das erzählt, dass der Messias, Jesus Christus, geboren wurde. Und der König von Palästina, Herodes, hatte davon gehört. Und er fand es eine Drohung für seine Kräfte. Und darum hat er seine Soldaten aufgetragen, um überall in dem Land die neugeborenen Sohn zu toten. Also, wenn wir diese Szene betrachten, diese Gemälde, dann merken wir, dass wir eine Schneelandschaft haben. Darum müssen wir glauben, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass das Ziel war, um Palästina zu schauen. Die Bauernhöfe, das sind die Bauern, die typisch sind für die Umgebung von Brüssel, eine Region, eine schöne Region, die Pajottenland heißt. Und die Bauern, sie haben die typische Kleidung von den Belgen von dem 16. Jahrhundert. Aber es ist wirklich interessant, wenn man die Soldaten von König Herodes betrachtet. Hier kann man vielleicht es nicht so gut sehen, darum habe ich hier ein Detail. Diese Soldaten, sie haben spanische Uniformen. Warum? In dieser Zeit war Belgien besetzt von Spanien und das war wirklich eine sehr schlechte Zeit in der Vergangenheit. Es gab diesen Krieg mit Religion, mit Protestanten, Katholischen und die Spanier, sie haben wirklich sie haben überall Protestanten getötet, gefoltert, eine sehr traurige Zeit. Und eigentlich wollte der Maler Bruegel das kritisieren. Seine Botschaft war, Spanier, sie töten uns, sie töten unsere Kinder. Das war eigentlich schon eine Komik, bevor man diesen Term benutzt habe. Das ist nur zu zeigen, dass wir Belgien immer fasziniert waren von Bildkultur. Das geht natürlich so weiter in unser Gemälde mit Magritte-Surrealismus. Das ist nicht nur Dekoration. Sehr oft steckt dahin eine Botschaft, eine Meinung. Also wenn die Comics aus den USA nach Belgien gekommen, nach Europa gekommen sind, ist es nicht überraschend, dass sie so viel Erfolg hatten in Belgien, weil das passt perfekt zusammen mit unserer nationalen Identität. Außerdem muss ich sagen, dass die Comics, sie kommen aus den USA, besonders New York. Wie war New York am Ende von 19. Jahrhundert? Es war eine Kreuzung, eine Mischung von Kulturen von der ganzen Welt. Es gab da Migranten von Irland, Italien, Deutschland, es gab Asien, Chinesen, Südamerika. Nicht all diese Leute, sie sprachen sehr gut Englisch. Und sehr oft in die Zeitung, die einige Seite, dass die Leute wirklich verstehen konnten und lieben, das war die Seite mit den Comics. Also auch nicht überraschend, dass die Comics sehr viel Erfolg hatten, entstanden sind in New York am Ende von 19. Jahrhundert. Weil wir diese Bildkultur haben, sollten wir auch nicht überrascht sein, dass das erste Comicmuseum von der Welt, das erst entstanden ist bei uns in Brüssel. Für die Leute, die noch nicht in Brüssel waren und noch nicht das Museum besucht haben, habe ich hier einige Bilder. Das ist das, was man sehen kann von draußen und drinnen. Hier noch ein Bild von den großen Hallen mit der Rakete von Timo Struppi.
Die Gebäude, wie Kathrine gesagt hat, ist ein Meisterwerk von Art Nouveau Jugendstil von dem Architekten Victor Horta. Und der Architekt hat es nicht gebaut, um ein Museum zu sein. In der Vergangenheit war es ein großes Kaufhaus für Stoffen, für Textil. Die Schneider, sie kamen da, um Stoffen zu kaufen. Das ist der Grund, warum wir auch so viel Leute haben. Weil um Stoffen zu kaufen, ist es ganz wichtig, das zu sehen auf Tagesschicht. Hier habe ich ein Bild von etwa 100 Jahre her. Und dann kann man sehen, das sind alle Paletten mit Stoffen, die fertig sind, um abzureisen mit dem Zug. Hier haben wir den Architekt Victor Horta. Hier haben Sie einige Details von der Architektur. Kathrine hat es gesagt, diese Verbindung von Art Nouveau und Comics, das macht unser Museum wirklich sehr typisch für Belgien und vor allem für Brüssel, weil wir haben da eine Verbindung von zwei Kunstformen, die sehr erfolgreich waren in Belgien und Brüssel, Art Nouveau und Comics. Das ist auch der Grund, warum wir sehr viele Touristen haben. Wir haben jedes Jahr durchschnittlich 200.000 Besucher. Mehr als 80% kommen von draußen Belgien. Das sind nicht alle Comic-Liebe, das sind vor allem Leute, die neugierig sind, um ein typisches belgisches Brüssel-Museum zu entdecken. Wie hat alles angefangen? Vor allem mit diesem Mann. Sein Name ist Guy de Sissy. Und Guy de Sissy war ein Mitarbeiter von Hergé. Er war der Maler von der ersten Geschichte von Pim und Struppi. Aber er war nicht nur ein Mitarbeiter, er war vor allem auch eine Liebe, ein Bewunderer von Hergé und seiner Kunst. Und er hatte schon in die 70er Jahren das Projekt, um in Brüssel ein Pim und Struppi Museum zu gründen. Er hatte darüber gesprochen mit Hergé. Und Hergé hat gesagt, diese Idee gefällt mir sehr, aber es wäre viel besser, ein Museum zu gründen über alle Comics, nicht nur über von meinem Tim und Struppi. Und das bekam ein Verein mit Comiczeichner wie François Ströten, viele anderen Comic-Journalisten, Experten. Und dieser Verein suchte einen Ort in Brüssel. Gleichzeitig hatte die belgische Regierung das Gebäude von Victor Horta gekauft. Sie suchten eine neue Bestimmung für das Gebäude. Und so ist alles zusammengekommen und ist da das Comic-Museum gegründet in 1989. Und unser Museum war eröffnet von dem belgischen König und Königin. Hier haben wir ein Foto von diesem Event. Und hier haben wir das gleiche Event, aber betrachtet durch die Augen von einem Comiczeichner von Johan de Moor, der Sohn von Bob de Moor. Und wir sehen den belgischen König Baudelaire und er wird begrüßt von allen bekannten belgischen Comicfiguren, die tanzen und froh sein, weil zu Ende haben sie ihr Haus zu Hause gefunden. Was kann man sehen, wenn Sie bei uns kommen? Wir haben natürlich Ausstellungen zur Zeit. Wir haben gleichzeitig immer zwei große Ausstellungen. Hier hatten wir zum Beispiel letztes Jahr Spirou für den 75. Geburtstag. Hier eine große Ausstellung von Posy Simmons, eine Autorin aus England. Und sie war wirklich stolz, weil das ist eine große Dame von der Comic. Aber sie hatte noch nie eine große Ausstellung, auch nicht in ihrem Heimland in England. Die Premiere war für uns für Brüssel. Hier eine Ausstellung von Wer Eisner, der Vater von den Graphic Novel. Wir haben auch eine Galerie und da stellen wir immer ein neues Buch vor. Wir haben da 7 Ausstellungen pro Jahr. Das ist hier eine Graphic Novel aus Taiwan mit dem Autor. Hier eine Graphic Novel aus Tschechien, Alois Nebel.
Wir haben auch eine Bibliothek, zwei Teile, ein Lesesaal, das ist hier ein Bild, und der Zutritt ist eingegriffen im Museumticket. Da haben wir auch Comics in mehr als 40 Sprachen, selbstverständlich auf Deutsch, aber auch exotische Sprachen wie Serbisch, selbst Esperanto, Vietnamesisch und so weiter. Also können die Besucher nach dem Besuch die Comics entdecken, lesen in eurer eigenen Sprache. Und dieses Jahr ist für uns ganz besonders, weil wir feiern unseren 25. Geburtstag. Das findet statt im ersten Wochenende von Oktober, Samstag 4 und Sonntag 5 Oktober. Wenn Sie noch keine Reiseplan haben für den Herbst, dann schlage ich vor, schon eine Reise nach Brüssel zu buchen, weil dieses Wochenende haben wir viele Aktivitäten, haben wir Workshops, spezielle Führungen, Comiczeichner kommen da und so weiter. Vielleicht gibt es hier Leute, die schon unser Museum besucht haben, aber schon lange nicht mehr bei uns gekommen sind. Diese Leute möchte ich zeigen, dass unser Museum sich wirklich viel geändert hat, die letzten Jahre. Wir haben gesagt, um unseren Geburtstag zu feiern, haben wir das Ziel, alle Dauerausstellungen eine nach einer zu wechseln, ganz neu zu machen. Und darum möchte ich hier mal sehr schnell zeigen, was jetzt neu ist bei uns. Diese Ausstellung, die Erfindung von Comics, das ist für die meisten Besucher die erste Ausstellung, die sie sehen werden. Und ich hatte schon gesagt, dass wir haben viele Leute bei uns, die nicht so bekannt sind mit Comics. Es sind viele Touristen, die neugierig sind. Und in dieser Ausstellung zeigen wir, dass die Bildkultur, dass das eine alte Tradition ist, dass das sehr alt ist und dass das auch universell ist, dass man überall auf der Welt, dass man Geschichte erzählt mit Bildern. Ich habe sie. Beispiele. Ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, aber das ist zum Beispiel eine Bibel vom Anfang 12. Jahrhundert, die Harden-Bibel. Das erzählt hier die Zeit von David und Goliath. Und wenn Sie das betrachten von ganz nahe, da können Sie sehen, dass das fast eine moderne Comics ist. Alles gibt da schon, Strips, die Figuren sprechen, es gibt noch keine Sprechblasen, aber es ist fast eine moderne Comic. Und dann hier Ende 19. Jahrhundert in die USA, die erste Comics und ein sehr schnell, ein echtes Meisterwerk, Little Nemo in Slumberland von Wilson McKay. Unsere Lade heißt Slumberland, das ist eine Hommage an diese Comic. Dann haben wir eine zweite neue Dauerausstellung. Früher war es so, das war unsere Schatzkammer und da gab es nur Originalzeichnungen. Also das war interessant für die Leute, die schon bekannt sind mit Comics, aber nicht so für den großen Publikum. Also haben wir das gewechselt. Wir zeigen immer noch Originalzeichnungen, aber dahin steckt eine Geschichte. Es gibt zwei Teile. Im ersten Teil zeigen wir die verschiedenen Schritte, um einen Comic zu machen. Szenario, Skizze, Tinte. Und für jeden Schritt zeigen wir Originaldokumente. Es gibt da echte Szenarios, echte Skizzen und so weiter. Und dann das zweite Teil, da haben wir 14 Genres, Typen von Comics ausgewählt. Und für jedes Typ zeigen wir einige Originaldokumente. Und auch das wechseln wir regelmäßig. Yeah. Einige. Es gibt auch einige interessante Beispiele. Dieser belgische Autor hat eine spezielle Technik. Bevor er anfängt, mit einem Comics zu machen, macht er erst Porträte von allen Figuren von dem Buch und auf dem Post-it schreibt er alle
Eigenschaften von dieser Figur. Und nur wenn er das gemacht hat, dann fängt er an, mit dem Comic zu zeichnen. Und dann die dritte neue Bauausstellung, das ist über die Geschichte des Gebäudes. Es gab schon früher, aber es war wirklich sehr klein. Und das ist schade, weil die Geschichte des Gebäudes ist sehr interessant. Natürlich, weil das, die Architektur ist sehr besonders. Aber auch, weil die Geschichte unseres Gebäudes ist sehr typisch für Brüssel. Es war ein sehr schönes Art Nouveau gebaut, dann es war leer für fast 20 Jahre. Man hat fast die Gebäude zerstört. Leider hat man das gemacht mit vielen schönen Gebäuden von Brüssel. Und dann hat man eine neue Bestimmung gefunden für unser Gebäude. Also eine sehr interessante Geschichte. Und wir haben gesagt, das sollen wir größer machen, weil das kann wirklich alle Besucher, wovon sie auch kommen, kann allen interessieren. Und da gibt auch viele Hommagezeichnungen von belgischen Comiczeichnern an unser Gebäude. Sie werden auch diese Hommagezeichnungen hier finden, auf diesem Stock, weil wir sind sehr froh, dass wir hier in Erlangen eine kleine Ausstellung haben mit allen Hommagezeichnungen an unsere Gebäude. Und das ist noch nicht zu Ende, weil wir haben noch eine vierte Dauerausstellung, die wir jetzt wechseln. Hier haben wir einen großen Raum von Hergé, Dim und Struppi. Diese wird jetzt ganz erfrischt. Wir haben auch die Ausstellung von Dim und Struppi, die früher ganz klein war, viel zu klein. Das ist wirklich schade, weil ich meine, dass die Schlumpfen sehr bekannt sind, vielleicht noch bekannter als Timo Struppi. Also es ist ganz wichtig, dass sie einen großen Platz haben bei uns im Museum. Also machen wir jetzt eine große Dauerausstellung über die Schlumpfen. Und dann gibt es noch eine andere Ausstellung über den klassischen belgischen Comic. Damit sind wir jetzt ganz beschäftigt. Es gibt natürlich noch sehr viele Sachen zu erzählen, zu zeigen, aber das ist nicht mein Ziel. Ich empfehle Ihnen, um regelmäßig unsere Website zu besuchen. Wir haben auch die Seiten auf Deutsch, hier haben Sie die Adresse. Oder noch besser, wir haben unsere Facebook-Seite nicht auf Deutsch, wir haben es auf Englisch. Aber wenn Sie Fan sind von unserem Museum, dann werden Sie regelmäßig Fotos entdecken und Nachrichten. Das sind einige Beispiele von typischen Enden von belgischen Comics, stereotype Ende, die immer das gleiche sind. Das ist auch die Ende von meinem Vortrag. Ich danke Ihnen alle für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann werden Katrin und ich diese sehr gerne beantworten. Danke sehr. Bitte schön. Sie haben erzählt über die Popularität der Comics in Belgien. Wenn ich mir die Comic-Schaffenden aus Belgien vor Augen führe, dann habe ich den Eindruck, die Wallonen überwiegen sehr deutlich bei den Comic-Schaffenden. Ist das ein richtiger Eindruck und ist die Popularität unterschiedlich zwischen Flammen und Wallonen? Es stimmt, dass die belgischen Comics, die weltbekannt sind, dass sie vor allem Wallon ist nicht ganz richtig, weil viele kommen auch aus Brüssel, aber dass sie am Anfang auf Französisch verfasst waren. Die Schlumpfe, die Monstruppi, Lucky Luke, das stimmt. Trotzdem haben wir auch in Flandern sehr bekannte große Comicautoren, Philipp van Steen, Max Lehn. Aber heutzutage ist das doch ein bisschen anders. In Flandern gibt es jetzt eine sehr große Welle von
alternative Autoren der Graphic Novels. Und ich würde sagen, dass das jetzt fast das Gleiche ist. Vielleicht sind die Autoren jetzt in Flandern ein bisschen mehr innovativ, aber im französischsprachigen Teil, da gibt es immer noch große Serien, die viel Erfolg haben. Ich muss auch sagen, dass für einen belgischen Autor, der einen Comics verfasst auf Französisch, dass es einfach ist. Warum? Weil der Markt größer ist. Frankreich, das ist ein großes Land mit vielen potenziellen Käufern. Die Niederlande sind kleiner und in Niederlande gibt es auch eine kleinere Comic-Kultur. Das ist auch eine Erklärung. Sie haben ja gesagt, dass Sie zum 25-Jährigen das Haus erneuern, die Ausstellung. Hat sich in den letzten 25 Jahren auch was verändert? Also wie sehen Sie die Entwicklung? Was ist passiert? Von Kunst oder von das Museum? Von dem Museum. Ja, was sich wirklich geändert hat, ist, und da sind wir sehr froh, dass wir immer mehr Besucher haben. Ich muss sagen, dass wir ziemlich viel Angst haben vor der Krise, weil viele von unseren Besuchern, das sind Touristen und vor allem Citytripper. Die Leute, sie kommen für ein Wochenende nach Brüssel. Und wir hatten gedacht, mit der Krise werden die Leute noch einen großen Urlaub machen, aber nicht mehr für ein Wochenende nach Brüssel oder andere Städte fahren. Aber zum Glück ist das Gegenteil richtig. Haben wir seit 2007 jedes Jahr immer ein bisschen mehr Besucher. Aber was wir merken, ist, dass das Teil von Ausländern, von Touristen, dass das jedes Jahr größer wird. Die belgischen Besucher, das ist etwa 16-17%. Und wir merken auch, dass wir neue Länder jetzt willkommen. China, das wächst jetzt sehr schnell. 2012 hatten wir von total von Besuchern hatten wir fast 2% aus China. Letztes Jahr es war fast 4%. Und das ist sehr interessant, dass das Profil von unseren Besuchern, dass das sich wechselt. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, um unsere Dauerausstellungen zu wechseln. Wir müssen damit Rechnung halten, dass viele von unseren Besuchern, dass sie überhaupt nicht bekannt sind mit Comics. Wir haben viele Besucher, die noch nie einen Comic gelesen haben. Und dann ist das für uns eine Challenge, um das Museum attraktiv zu machen, dass auch diese Leute, dass sie Interesse haben in Comics und dass sie das Gebäude verlassen mit so einer Neugierigkeit. Wir sind immer froh, wenn jemand bei uns kommt, nur für das Gebäude oder weil wir vielleicht ein exotisches Museum sind, ohne viele Erwartungen, und dann das Museum verlässt mit einem kleinen Interesse für Comics. Dann haben wir jemandes Neues gewonnen. Ich weiß nicht, ob du etwas dazu sagen habt über die Änderung von Comics in Brüssel. Ich meine für Brüssel, dass auch Comics immer mehr wichtig geworden sind. Also ja, für Tourismus, das hat natürlich auch mit Politik zu tun. Also das hängt auch davon ab, wie die Politiker das also sehen. Und wir haben gemerkt, dass auch in den letzten Jahren für sie das, also für die Politiker es immer wichtiger ist, weil sie sehen, dass es wirklich etwas Kulturelles sehr, sehr Wichtiges ist in Belgien. Und viel Comicleser unter den Politikern. Ja, jetzt wahrscheinlich. Vielleicht war das nicht so 40 Jahre her, aber das hat sich das auch geändert. Es ist auch eine neuere Generation. Und was Wim gesagt hat, ist auch richtig. Also es hat sich Krise gegeben, aber für Tourismus haben wir nicht gesehen, dass es etwas Negatives war im Generell. Nicht nur für Comics, aber im Generell. Wir haben jedes Jahr ein bisschen mehr Besucher in Brüssel gehabt. Und das ist natürlich gut für den ganzen, also kulturelle Szene auch und auch für Comics.
Und also wir haben eigentlich seit 4 oder 5 Jahren jetzt, so wir haben immer so mit dem Museum zusammengearbeitet, haben auch immer so, mein Kollege von der Presse ist auch hier, wir haben auch immer Pressereise organisiert von den Comics, auch Journalisten, die nach Berlin gekommen sind dafür. Aber die letzten 5 Jahre, glaube ich, haben wir so mehr und mehr proaktiv als Tourismusbüro auch darüber, also damit gearbeitet, Sachen selber gemacht, also immer zusammen, weil wir sind nicht natürlich, wir sind keine Comic-Scanners, also wir sind nicht die Spezialisten, aber wir arbeiten zusammen mit Journalisten, die darüber mehr wissen, mit Leuten vom Museum und so weiter, die uns dazu helfen, auch die Unterlagen zu schreiben. Wir schreiben das nicht alleine, wir bilden das zusammen. Und zum Beispiel die Comic-Wende, die gibt es schon sehr lange. Aber da war kein, also da war nichts, um das zu erklären. Und da haben wir damit gearbeitet und geholfen, um das für das Publikum besser zu begreifen zu machen. Also wir haben diese Minimap gemacht und diesen Spaziergang, aber wir haben auch auf jeder Wand ein kleines Plakat auf 3 Sprachen gesetzt mit dem Namen und so weiter. Das ist natürlich logisch, aber das war am Anfang nicht so. Und das ist, was wir also sehen als etwas Wichtiges, ist diese Comics auch für das große Publikum, für den Touristen, die ein schönes Land sind in Brüssel, zu erklären, dass es Teil ausmacht von unserer Kultur und uns von etwas Wichtiges, das man in Brüssel auch entdecken kann. Und das ist, denke ich, interessant. Ja, ist schon eine Zeit lang her, dass ich im Museum war und ich war damals auch überrascht, wie viele Besucher gekommen sind, wo man es von den Unterhaltungen gehört hat, dass sie eher wegen dem Gebäude reingekommen sind. Aber das, was ich immer rausgehört habe, ist, dass viele Besucher sehr irritiert waren darüber, dass die Beschriftung in Französisch und in Niederländisch waren und Englisch nur als Gruppentext wurde. Hat sich das jetzt geändert? Denn soweit ich das jetzt sehe von den Abbildungen, scheint ja alles dreisprachig gewesen zu sein. Ist das bei den Exponatstexten inzwischen auch der Fall? Ja, natürlich. Weil ich gesagt habe, dass wir so viele Touristen haben, selbstverständlich sind alle neue Ausstellungen, auch die Ausstellungen zur Zeit, ist alles auf 3 Sprachen. Und außerdem haben wir auch die Texte, den Dauerausstellungen, übersetzen gelassen, auf Deutsch, aber auch auf Chinesisch, Japanisch. Und die Besucher, sie bekommen eine Broschüre für frei mit allen Übersetzungen. Also können Sie das auch so besuchen. Und wir haben jetzt das Ziel, um mit diesen Fremdsprachen auch Audioguides, Audioführer, Podcasts, dass man das sehr einfach auf seinem Handy unterladen kann und dann man dann die Erklärung auf Deutsch, Chinesisch und hören kann. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also, Damen und Herren, dann danken Katrin und ich sich sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch eine sehr schöne Comic-Salon. Danke sehr. So. Ach, nee, kann ich nicht.